Ja. Die Informationsgesellschaft. Die Informationsgesellschaft hat das Potenzial zur totalen Überwachungsgesellschaft. Wir haben das heute Morgen schon von Katar gehört. Und das Schlimme ist, wir sind dabei, dieses Potenzial gerade vollkommen auszuschöpfen. Warum tun wir das? Und was ist diese komische digitale Revolution eigentlich, von der alle reden, dass sie uns in die Informationsgesellschaft führt? Die digitale Revolution besteht eigentlich aus zwei Punkten. Und der erste Punkt wird fast immer vergessen, denn der erste Punkt ist die Globalisierung. Und zwar nicht nur die Globalisierung des Wissens und der Kultur der Menschheit, wie wir das hier sehen, sondern tatsächlich vorausgehend auch die wirtschaftliche Globalisierung, die wir eigentlich schon in den 90ern politisch verpasst haben, was sich jetzt mehr und mehr rächt. Die Informationsgesellschaft selbst ist natürlich prinzipiell vom Internet dominiert. Wir sehen hier zwei Sätze aus dem Grundsatzprogramm der Piratenpartei von 2006. Und warum zeige ich die? Ich will auf diese vier Aspekte, die immer noch wichtig und immer noch ungelöst sind, einmal einzeln eingehen. Hier haben wir gesagt, wir wollen eine Informationsgesellschaft, die demokratisch ist, die sozial gerecht ist, freiheitlich und selbstbestimmt und so eine globale Ordnung entstehen lassen. Eine globale Ordnung natürlich, die menschenwürdig und lebenswert ist, eben keine Überwachungsgesellschaft. Jeder Wandel von dieser Dimension, und der letzte hat wahrscheinlich tatsächlich mit dem Buchdruck stattgefunden, nach allgemeiner Ansicht ist das Internet vielleicht sogar noch ein größerer Wandel als dieser gewesen, hat natürlich zahlreiche Chancen und Risiken, und die gilt es zu gestalten. Das ist nämlich eigentlich die Aufgabe der Politik. Und wir werden sehen, und zumindest behaupte ich das, dass wir das in Deutschland einfach nicht tun, zumindest nicht in der richtigen Art und Weise. Wenn wir von der Zukunft sprechen, von der Informationsgesellschaft, dann bewegt sich unsere Vision davon irgendwo meistens zwischen diesen beiden Extremen. Zwischen dem guten alten Big Brother und dem, was ich hier mit Huxley umschrieben habe, die schöne neue Welt. Das ist hier so eines der schönsten Bilder, die ich gefunden habe, die eigentlich ausdrücken, wie schöne Menschen in schönen weißen Kragen irgendwas machen, was nicht wie Arbeit aussieht, aber scheinbar irgendwas Produktives. Und beides ist im Grunde genommen furchtbar. Wer den Big Brother gelesen hat, wer die schöne neue Welt gelesen hat, es gibt Unterschiede zwischen diesen beiden Gesellschaften. Hier haben wir eine Dystopie, wo der Staat ganz autoritär und rigoros seine Bürger unterjocht, kontrolliert und sozusagen der Schrecken eigentlich in der Abwesenheit jeglicher Privatsphäre liegt. Ein Schrecken, den wir in Deutschland übrigens in historischen Dimensionen schon zweimal mit bitterer Erfahrung lernen mussten. So erst in der Vorzeit des Zweiten Weltkrieges und dann noch mit der Stasi. Umso erstaunlicher, dass in Deutschland eigentlich dieser Schrecken der völligen Abwesenheit der Privatsphäre immer noch so wenig Leute wirklich empört. Oder zumindest scheint es so. Bei Huxley ist die schöne neue Welt eigentlich eine schöne neue Welt. Alle sind glücklich, alle können tun, was sie wollen, zumindest glauben sie das. Und trotzdem ist die Welt schrecklich. Schauen wir mal auf die Überwachungskarte. Das Schlimme an der Überwachungsgesellschaft sind nämlich nicht die einzelnen Maßnahmen. Katharina Nokun hat das heute Morgen schon angeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen letzten Urteilen darauf hingewiesen, dass eben nicht einzelne Maßnahmen immer zu betrachten sind, sondern die Gesamtheit der Maßnahmen, die Überwachungsgesamtheit. Und die Überwachungsgesellschaft entsteht eben auch nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch alle zusammen. Ich habe hier übrigens nur mal ein, oh, Entschuldigung, ich habe hier nur einige aufgeführt. Stellen Sie sich wirklich vor, dass jedes dieser kleinen Mosaiksteinchen mit einem solchen Begriff belegt ist. Und wahrscheinlich sind das sogar noch zu wenige hier in dieser Reihe. Wir haben, man muss sich nur die Preisträger der letzten 10 Jahre, zum Beispiel des Big Brother Awards in Deutschland anschauen. Da hat man dann allein schon 50
verschiedene Dinge dieser Art. Von der Hoteldatenbank, wo unsere Daten gespeichert werden, und jetzt hier der neue Rundfunkbeitrag hat auch dieses Potenzial. Wir müssen inzwischen unsere Fingerabdrücke nicht erst dann abgeben, wenn wir verdächtig sind, sondern schon vorab, auf Vorrat, in unserem Reisepass. Auch das hat relativ wenig Empörung ausgelöst. Und wenn, dann interessanterweise bei älteren Menschen, denn die waren es gewohnt, ihren Fingerabdruck eigentlich nur abgeben zu müssen, wenn sie eines Verbrechens beschuldigt wurden. Bei den jüngeren Menschen löst das sogar noch weniger Empörung aus. Und in allen anderen Bereichen ist auch eine schleichende Vorratsdatenspeicherung eingetreten. Nicht nur bei der Kennzeichenerfassung von Pkw, bei ausgefundenen Massengentests zur Aufklärung von Verbrechen und der beliebten Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten. Zu all diesen Details will ich aber jetzt nichts erzählen, denn wir werden gleich noch um 15.30 Uhr da ganz detailliert auch was von hören, von dem Patrick Breyer, der in Raum 2 sprechen wird, zu Datenschutz und verschiedenen Verfassungsbeschwerden, die Piratenpartei gegen einige dieser Verfahren angestrengt hat. Die Piratenpartei ist im Prinzip aus diesem Widerspruch entstanden. Die Gesellschaft entwickelt sich tatsächlich leider wenig gesteuert und wenig gestaltet zu einer Informationsgesellschaft. Und jeder einzelne dieser Schritte ist tatsächlich unter Umständen überzeugend begründet. Warum haben wir diese ganzen Dinge? Ja, nicht, weil die Leute per se böswillig sind. Gut, einige schon, aber die meisten Leute, die dafür stimmen, sind ja nicht böswillig. Ein SPD-Abgeordneten, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, hat mir zum Beispiel damals gesagt oder hat mir heute gesagt, dass er nicht mehr wieder für die Vorratsdatenspeicherung stimmen würde, wie er es damals gemacht hat, weil er darüber jetzt mehr weiß. Und auch zu anderen Projekten sieht man das, dass Leute nach Jahren, die im Parlament sind, merken, dass sie damals einfach in gewisser Weise entweder naiv oder nicht weitsichtig genug waren. Wir wollen uns also trauen, Nein zu sagen zu dieser Entwicklung. Diese Entwicklung ist nämlich nicht so automatisch, wie es uns meistens glauben gemacht wird. Wir wollen jedenfalls auf keinen Fall dahin, wo dieser Weg hinführt, auch wenn einzelne Maßnahmen noch so überzeugend begründet sein mögen. Schauen wir jetzt mal an, wie der demografische Wandel im Moment der digitalen Revolution voranschreitet. Wir haben seit einigen Jahren, die bemerkenswerte Zahl ist tatsächlich diese hier, bei den 14- bis 19-jährigen Menschen quasi eine Internetdurchdringung von 100% erreicht. Damit ist in gewisser Weise, und man sieht hier, dass die Zahlen natürlich entsprechend jährlich weiter wandern. Bei den ab 60-Jährigen sind es jetzt auch schon immerhin 40%, was ich eine ganz bemerkenswert hohe Zahl finde. Das heißt also, die digitale Revolution ist in gewisser Hinsicht sogar schon abgeschlossen, obwohl wir sie noch gar nicht zu Ende gestaltet haben. In gewisser Weise haben wir sie nämlich noch gar nicht gestaltet. Das 21. Jahrhundert ist jetzt 13 Jahre alt. Wenn man jetzt mal großzügig die 7 bis 8 Jahre, die das Internet davor schon erlebt hat, von 93 abzieht, dann blicken wir jetzt auf 3 verschwendete Legislaturperioden in Deutschland zurück, wo wir diese Entwicklung hätten gestalten können, zu unser aller Vorteil. Das ist aber nicht geschehen. Die 4 Ziele, von denen ich vorhin sprach, ich blende sie trotzdem noch kurz ein, sind wir denen irgendwie gerecht geworden? Sind wir auf diesem Weg weitergekommen? Ist die Informationsgesellschaft schon demokratisch, sozial gerecht, freiheitlich oder selbstbestimmt? Oder sind wir auf einem guten Weg dahin, dass sie das sein könnte? Die Demokratie ist nicht auf einem guten Weg. Wir erleben stattdessen Politikverdrossenheit, wir erleben in den Regierungen Lobbyismus und wir erleben Stillstand, eher postdemokratische Züge. Die Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft, so heißt sie korrekt, die ich gleich noch anführen werde, hat zwar ein großartiges Experiment gemacht von 2010 bis 2013, an den Bundestag angedockt, mit Experten und Parlamentariern aller Fraktionen,
Hab dabei auch Beteiligung ausprobiert, digitaler Art, was sicherlich lobenswert ist, aber bisher zu nichts geführt hat. Aber unsere Demokratie krankt noch an ganz anderen Dingen. Wir haben es ja nicht mal geschafft, dass in Deutschland eine Volksabstimmung zum neuen EU-Vertrag, dem Lissabon-Vertrag, gemacht wurde. In Deutschland ist das Volk nicht mal da gefragt worden, und zwar völlig unelektronisch hätte man das machen können, wo es unbedingt wichtig war. Das ist ein Defizit der Demokratie, was wir auch nicht dadurch setzen werden, dass wir es jetzt digitalisieren werden. Das heißt, auf demokratischem Wege sind wir in dieser Hinsicht jetzt nicht. Sozial gerecht sind wir auch noch lange nicht. Die soziale Gerechtigkeit der Informationsgesellschaft besteht nämlich darin, dass wir den Übergang, der auf jeden Fall Gewinne mit sich bringt, und zwar nicht nur finanzielle Gewinne, sondern Gewinne an Freiheit und anderen Dingen, dass wir den gleich gerecht verteilen. Diese Gewinne werden aber überhaupt nicht gerecht verteilt. Die Gewinne sind sehr einseitig verteilt, meistens bei internationalen Konzernen, sei es Facebook oder Google oder ähnlichen Dingen. Und auch auf Beteiligungsebene haben wir international ein ganz großes Defizit. Das ist das Versagen der Globalisierung als solcher, und zwar nicht nur in der Informationsgesellschaft, sondern wir sehen es am praktischsten bei der Banken- und Finanzkrise. Das sind Auswirkungen der Globalisierung. Und wie gerecht die Bearbeitung der Banken- und Finanzkrise vor sich geht durch die Regierung, wissen wir ja wahrscheinlich alle ganz genau. Keine dieser Banken ist tatsächlich zur Rechenschaft gezogen worden, sondern sie werden mit staatlichen Geldern nach wie vor gestützt. Auch die Zukunft der Arbeit liegt brach. Sozial gerecht ist diese Informationsgesellschaft also auch nicht. Ist sie denn wenigstens freiheitlich? Das haben wir vorhin schon gehört. Die Überwachung nimmt zu. Wir haben es jetzt nicht nur durch den NSA-Skandal gesehen, sondern auch in anderen Bereichen haben wir es gesehen. Wir haben in den letzten Jahren eine extreme Zunahme von Überwachungsgesetzen. Da will ich einmal kurz tatsächlich ins Internet umschalten, weil wir hier zum Glück eine Verbindung haben. Auf der Webseite von Patrick Breyer hat er hier nämlich mal die Überwachungsgesetze der letzten Jahre gesammelt. Das passt auf keine Folie, tut mir leid. Aber das können Sie sich gerne mal zu Hause angucken, denn da steht daneben auch, welche Fraktion dafür und dagegen gestimmt hat. Und wir sehen hier natürlich seit 2001 eine extreme Zunahme, die oft mit Terrorismus oder ähnlichen Dingen begründet wurde. Freiheitlich ist unsere Informationsgesellschaft, auf diesem Weg ist sie also auch nicht. Ist sie denn selbstbestimmt? Ich glaube kaum. Wir haben tatsächlich eine Überwachung, die auch in die Bereiche der Verhaltenssteuerung hineingeht. Heutzutage werden Bahnhöfe videoüberwacht und es wird nicht geschaut, ob da was passiert, sondern es wird auch geschaut, ob sich jemand verdächtig verhält. In England zum Beispiel ist das ganz extrem. Da ist ja fast die gesamte Innenstadt videoüberwacht. Das heißt, wir werden durch den Überwachungsdruck auch ganz konkret zu bestimmten Verhalten genötigt. Zwänge und Verhaltenssteuerung, Kontrolle als Antwort auf die eigentliche Freiheit, die uns die Informationsgesellschaft bringen kann. Wenn wir so weitermachen und den Überwachungsdruck noch verstärken, bewegen wir uns eigentlich, obwohl wir Freigänger sind, in einer Art Knast, obwohl wir weder verurteilt noch angeschuldigt wurden bisher. Zusätzlich kommen noch zwei andere Dinge dazu, die die Selbstbestimmung bei uns tatsächlich gefährden. Der erste ist, es gibt keine politische Reduktion von Komplexität und von den vielen Möglichkeiten, die die Globalisierung mit sich bringt. Stattdessen wird die auf dem einzelnen Bürger abgeladen. Am einfachsten kann man das sehen in puncto Sicherheit. Um selbstbestimmt leben zu können, brauche ich auch eine gewisse Sicherheit. Wenn man jetzt an die Rente denkt, zum Beispiel Rentendiskussion oder Krankenversicherung, da hat die Regierung für die nachfolgenden Generationen sehr große Hypotheken aufgebaut. Der demografische Wandel ist bisher nach wie vor nicht bearbeitet worden. Diejenigen, die jetzt jung sind, die jetzt auch noch bis zum 30., 40. Lebensjahr alt sind, die werden sehr schwer haben, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu haben, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. Die Eloy und die Morlock, wer es vielleicht kennt, die Zeitmaschine von H.G. Wells,
Ein Buch von 1895, zahlreich mehrfach verfilmt, handelt unter anderem davon, dass es aus der Zeit der viktorianischen Erfahrung der Spaltung der Gesellschaft zwei verschiedene Typen von Menschen in der Zukunft geben solle. So hat er sich das vorgestellt. Und die Eloi, die sehen aus wie ganz normale Leute, leben quasi im Paradies, bis der Zeitreisende dann darauf kommt, dass sie nur deswegen im Paradies leben, weil unter der Erde andere Leute leben, die ihnen dieses Leben ermöglichen, die aber tatsächlich regelmäßig einen furchtbaren Blutzoll von ihnen fordern und nämlich einige von denen einfach auffressen ab und zu. Ich muss immer an dieses Bild denken, wenn es um Facebook und Google und Co. geht. Denn wir haben eben bei Aldous Huxley gesehen, den Leuten geht es gut. Sie sind auch bereit, zum Beispiel zu sagen, ja, aber der Dienst ist ja umsonst. Ich bezahle ja mit meinen Daten. Da bin ich jetzt bereit zu. Nur meistens wissen sie eben auch nicht genau, was das bedeutet, wie die Daten verknüpft sind, wie es langfristig aussieht mit dem, welches Verhaltenseinschränkung das für sie mit sich bringt. Beim Big Brother Award zum Beispiel konnten wir lernen, dass es versteckte bzw. geheim gehaltene Datenbanken von Versicherungen gibt, in denen man landet, ohne überhaupt irgendwie selbst Versicherungsnehmer zu sein unter Umständen. Und aufgrund dieser Daten kriegt man dann unterschiedliche Preise, zum Beispiel für Versicherungen, ohne das natürlich gesagt zu bekommen. Und auch Scoring funktioniert auf diese Art und Weise. Das heißt, es gibt eine Menge Verluste, sowohl wirtschaftlicher, aber unter Umständen auch schlimmerer Art, die wir eben nicht absehen können. Und deswegen sollten wir schauen, dass wir nicht zu den Eloi uns entwickeln, ohne die Morlocks zu sehen oder uns zumindest mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Die Internetgesellschaft hat das Potenzial, eine extrem freiheitliche zu sein. Aber im Moment entwickelt sie sich eigentlich in eine andere Richtung. Walled Gardens zum Beispiel, das ist Facebook und Co., auch die Apple Community, sind geschlossene Communities und genau wie Katja heute Morgen schon sagte, gibt es eben keine Standards, die wir eingefordert haben gesetzlich und keine Garantien, dass man nicht gefangen ist in einem solchen umgrenzten Garten, obwohl man vielleicht gar nicht sieht, dass man gefangen ist. Das sieht man dann vielleicht erst, wenn man raus will. Der Peer-to-Peer-Gedanke hingegen, da hat es die Inhalteindustrie geschafft, dass dieses Wort eigentlich jetzt fast einen negativen Beigeschmack hat, weil man immer File-Sharing annotiert, was eigentlich auch nicht negativ ist, und danach wird annotiert, man hätte urheberrechtlich geschützte Werke illegal getauscht. Zu diesem Problem sehen wir übrigens gleich noch Bruno Kramm um 16:30, der aufs Urheberrecht detailliert eingehen wird. Trotzdem ist Peer-to-Peer übersetzt Teilnehmer zu Teilnehmer. Und das ist ja eigentlich eine wesentliche strukturelle Stärke dieses Internets. Tatsächlich entwickelt es sich aber wieder zu einem Kundennetzwerk. Wir sind Kunde bei irgendwem. Die sozialen Netzwerke haben aber eigentlich die Chance, dass wir untereinander von Bürger zu Bürger, von Gleichgestellt zu Gleichgestellt agieren können. Das ist der wesentliche strukturelle Vorteil des Internets. Und das ist auch der strukturelle Killeraspekt, der die Informationsgesellschaft formen sollte. Wir sollten mündig sein, ein Peer in dieser Informationsgesellschaft und uns das auch nicht schlecht reden lassen. Und dafür gilt es, dass man sich da auch keine neuen Grenzen einfangen lässt. Wo ich jetzt kurz schon auf das berüchtigte File-Sharing eingegangen bin. Kreativität und Konsum explodieren übrigens auch im Internet entgegen dem, was uns meistens gesagt wird in diesem Bereich. Und zwar auch in Deutschland und auch in der Unterhaltungsindustrie. Wir sehen hier, Sky is Rising ist eine Untersuchung in verschiedenen Ländern, die belegt, dass das Internet zu extremer Anstieg von Kreativität auf allen Bereichen geführt hat. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass jeder was für sich macht, sondern das sind eben auch kommerzielle Erfolge. Und zwar in allen Bereichen, wie man hier sieht. Trotzdem, zusätzlich dazu noch, hat im Internet der sogenannte User-Generated Content inzwischen alle anderen Inhalte im Internet anteilig überholt. Das heißt, der allergrößte Teil des Internets besteht aus Dingen, die Leute nicht aus Auftragsarbeit oder in irgendeiner Redaktion oder sonst wie erstellen, sondern aus sich selbst heraus.
seines Blogs hochgeladene Fotos bei Facebook oder Forendiskussionen oder ähnliche Dinge. Die Politik hat versucht, vielleicht auch ein ganz bisschen durch die 2% der Piratenpartei 2009 bei der Bundestagswahl, sich politisch mit dem Internet auseinanderzusetzen. Was schon eigentlich sehr lustig ist, dass sie das 2010 anfangen, wo es das Internet schon 17 Jahre gegeben hat, und haben eine Enquete-Kommission einberufen. Das macht man scheinbar so, wenn man es nicht wirklich ernst meint, sondern erstmal reden will. Und die Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft hat alle diese Bereiche abgedeckt mit Untergruppen. Daran sieht man übrigens auch schon, dass es eben nicht nur um Internet oder Technik oder Computer geht, sondern da sind auch Aspekte von Wirtschaft, Arbeit, Verbraucherschutz, Demokratie und Staat, Bildung und Forschung, eigentlich alle Bereiche der Politik. Und können wir jetzt damit zufrieden sein? Hat das denn auf dem, was ich eben kritisiert habe, irgendeinen Vorteil gehabt? Nein, leider nicht. Und es sieht auch leider nicht so aus, als würde das so sein. Tatsächlich ist nämlich völlig unklar, wie diese Arbeiten jetzt genutzt werden. In den allermeisten Fällen ist in dieser Enquete-Kommission auch nicht mal ein Konsens entstanden, wie denn jetzt weiter vorzugehen sei. Sicherlich sind die Materialien, die da erarbeitet wurden, ganz gut, aber in den meisten Fällen hat man sich dann doch wieder an den Parteigrenzen orientiert und hat gesagt, nee, das wollen wir doch lieber anders machen oder wir sind uns nicht einig. Tatsächlich hat Frau Merkel noch vor gar nicht allzu langer Zeit noch für die Videoüberwachung des gesamten öffentlichen Raums plädiert. Sie hat gesagt, alle Plätze in Deutschland sollen demnächst videoüberwacht werden. Das ist die totale Sicherheit, es gibt keine Kriminalität mehr und wir sind alle glücklich. Und Axel E. Fischer, der uns eben der Kommissionsvorsitzende dieser Internet-Enquete-Kommission war, hat sogar gesagt, das Thema Einzug der Piratenpartei in den Bundestag halte ich jedenfalls für erledigt. Das hört sich nicht so wirklich an, als hätte ein Interesse, die Informationsgesellschaft zu gestalten, oder? Und gut, im Moment sind wir im Bundestagswahlkampf und die Umfragen sind unter 5% für die Piratenpartei. Aber verdammt nochmal, ja, ich bin stolz auf unsere kleine Piratenpartei, denn wir sind anders, wir sind aufrichtig anders. Wir kämpfen nämlich nicht für schnöde Interessendurchsetzung, wir kämpfen für das Gemeinwohl, für eine lebenswerte Informationsgesellschaft und für eine menschenwürdige Zukunft. Tatsächlich bestimmt nach wie vor nämlich Lobbyismus den Kurs der Regierung und der Regierungsparteien und nicht nur der. Wie wir zuletzt beim Leistungsschutzrecht gesehen haben, wird nicht darauf geschaut, was für die Menschen das Beste ist, sondern es wird einer beliebigen Lobbygruppe, da waren es die Verlage, im Wesentlichen glaube ich der Springer Verlag, wird ein Wahlgeschenk gemacht, ganz ähnlich wie die FDP das mit ihrer Hotelsteuer gemacht hat. Und das wird auch noch mal ganz unverhohlen von der SPD und von den Grünen in der Opposition begleitet. Diese Art der Gesetzgebung, um die Informationsgesellschaft zu gestalten oder eben auch nicht zu gestalten, beziehungsweise zum Vorteil weniger, hat Deutschland im Webindex ins absolute Mittelmaß oder man könnte sogar sagen ins hintere Mittelfeld katapultiert. Wir sind in dieser Wertung im Moment auf Platz 16 hinter Mexiko, Russland und Ägypten. Das Internet ist auch eine riesige Kulturleistung der Menschheit. Man muss nicht an Wikipedia denken, sondern auch viele andere Dinge. Unser Kulturstaatsminister Bernd Neumann, auch von der CDU, der aus meiner Sicht in dieser Hinsicht eher ein Operettenminister ist, dem fällt dazu nämlich nur ein, dass wir doch Internetsperren bräuchten. Und auch Three Strikes mit schön vielen Abmahnwellen noch für die Nutzer und für die Bürger. Die Kulturleistung Internet hat er, glaube ich, noch nie gehört. Das Internet ist aus unserer Sicht ein öffentlicher Raum. Und genauso müssen wir den auch politisch gestalten. Ein öffentlicher Raum darf nicht permanent, pauschal und ohne Anlass überwacht werden. Weder die Straßen draußen, noch die Plätze und auch das Internet nicht. In einem öffentlichen Raum haben Bürger auch Rechte. Sie müssen sich nicht anlasslos Kontrollen unterziehen lassen. Und ähnliche Dinge. Auch das fordern wir fürs Internet. Das Internet soll den Menschen gehören, nicht den Konzernen und auch nicht der Regierung. Die von den Politikern meist geschürten Ängste stellen ein völlig falsches Bild der Chancen und Risiken dar.
Nicht zuletzt aus den Lehren von ACTA und Co., den internationalen Verträgen, die all diese Freiheiten einschränken wollen und die nicht auf demokratischer Ebene gefasst werden, sondern zwischen Staaten und meist auch hinter verschlossenen Türen, hat die Piratenpartei unter anderem in ihrem Wahlprogramm ein sogenanntes International Liberty Agreement gefordert. Das ist eine internationale Übereinkunft, in dem tatsächlich diese Bürgerrechte fürs Internet und die Freiheit im öffentlichen Raum festgelegt sein sollen, damit wir beim nächsten Mal ACTA und Co. gar nicht erst möglich ist, sondern gegen eine solche Vereinbarung verstoßen würde. Denn im Moment ist das eine große Gefahr. ACTA hat schon zahlreiche Nachfolger von CISPA und ähnlichen Dingen, die wir auch in den USA gesehen haben. Und ich denke nicht, dass die Versuche dieser Leute, die das propagieren, in den nächsten Jahren aufhören werden. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen kürzer gemacht. Ich danke Ihnen aber für Ihre Aufmerksamkeit. Datenschutz- und Netzpolitik-Kongress in Germering. Vielen Dank. Ja, das ist ein ziemlich umfangreiches Konstrukt. Ich kann mal, also es kann man auch sehr schnell die Webseite finden, wo das draufsteht. Umfangreiches Konstrukt, wo sozusagen versucht wird, kann man die Frage im Stream hören? Sonst wiederhole ich die nochmal. Die Frage war, was dieser Webindex ist, bei dem Deutschland hinter Ägypten, Mexiko und Russland gerutscht ist. Der Webindex ist eine Bewertung sozusagen des Fortschritts der Entwicklung im IT-Bereich des Internets, und zwar kombiniert wirtschaftliche Dinge und andere Aspekte. Durchdringung zum Beispiel der Netzanschlüsse bei der Bevölkerung, Geschwindigkeit, Beteiligung und diese ganzen Dinge. Aber nicht auf einzelne Aspekte abgestellt, sondern eine komplette Schau sozusagen dieses Fortschritts. Web ist an der Stelle ein bisschen missverständlich, weil Web denkt man immer nur an Webseiten, aber es geht tatsächlich ums gesamte Internet. Also ein Entwicklungsindex soll das sein. Und den gibt es auch schon ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob es der einzige seiner Art ist, aber der ist durchaus ernst zu nehmen. Noch weitere Fragen? Ja, ansonsten vielen Dank nochmal und einen schönen weiteren Datenschutzkongress.